Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, nachdem uns Eintracht Frankfurt leider nach einem überragenden Wochenende komplett enttäuscht hat gegen Werder Bremen, Frankfurt hat ja 2:1 verloren, geht es heute weiter mit dem 24. Spieltag und dazu haben wir ebenfalls eine schöne Prognose für euch vorbereitet, die wir euch gerne vorstellen würden. Vorher aber die Auswertung des Bundesliga-Gewinnspiels aus dem letzten Video. Und zwar ging es um das bereits genannte Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Und einige von euch haben das Ergebnis richtig erraten bzw. richtig getroffen. Glückwunsch an dieser Stelle. Unten in der Beschreibung haben wir den Gewinner hingeschrieben. Wie immer kann es nur einen Gewinner geben. Schreib uns gerne per Mail an, findest du unten in der Beschreibung und hol dir deinen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro ab. Bevor es mit der Prognose losgeht, bitte vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst und auch bei neuen Videos immer benachrichtigt werdet. Los geht's mit der Prognose. Unsere Prognose führt uns zur Partie zwischen TSG Hoffenheim und VfL Wolfsburg. Ja, nach einer langen gegentorlosen Zeit musste der VfL wieder ein Gegentor hinnehmen und hat gleichzeitig gegen RB Leipzig im DFB-Pokal verloren. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass RB Leipzig eine ganz, ganz andere Hausnummer als TSG Hoffenheim ist. Die beiden Mannschaften sind also überhaupt nicht vergleichbar, schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, VfL Wolfsburg hatte nach einem wackeligen Start selbst zwei Riesenchancen in Führung zu gehen, hat diese Chancen nicht genutzt und am Ende hat man eben die Quittung bekommen und das Spiel verloren. Wie bereits angeschnitten, blieben die Wölfe in der Bundesliga 7-mal in Folge ohne Gegentreffer. Das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung und so stellt man zum jetzigen Zeitpunkt die beste Defensive der Liga. Ja, gegen Hertha hatte man in der zweiten Halbzeit defensive Probleme, aber man muss dazu sagen, dass jetzt Brooks in der Defensive wieder zurückkehrt. Zwar hatte man jetzt eine englische Woche hinter sich, aber die Belastung zuvor war nicht allzu hoch, ist also nicht so wild. Und ja, mit Philipp und Brekalo stehen zwei sehr gute Alternativen zur Verfügung und von daher gehen wir fest davon aus, dass es hier keine allzu große Rotation geben wird. Die Gastgeber der TSG spielen eine komplett wechselhafte Saison. Kaum hat man das Gefühl, dass es endlich bergauf geht, dass endlich eine gewisse Konstanz reinkommt, gibt es direkt den nächsten Rückschlag. Wenigstens hat man keine Doppelbelastung mehr. Man ist ja in der Europa League gegen Molde rausgeflogen und auch in der Liga blieb man die letzten drei Spiele ungeschlagen und konnte dabei gegen Teams wie Union Berlin und BVB einen Punkt abzapfen. Ein Dorn im Auge ist und bleibt aber die Defensive. Hat man im Januar 3:0 gespielt, so hat man im Februar wie gewohnt wieder reihenweise kassiert. Wettbewerbsübergreifend aus den letzten 6 Spielen ganze 11 Gegentore. Und genau das wird gegen eine Mannschaft wie VfL Wolfsburg zum Problem werden. Denn gegen so eine Mannschaft darfst du keine 1-2 Buden zulassen. Denn wir gehen fest davon aus, dass die Gastgeber hier keine 2-mal treffen werden. Also maximal ein Tor. Auf der anderen Seite gehen wir fest davon aus, dass Wolfsburg mindestens 1-mal, eher 2-mal treffen wird. Und so gehen wir guten Gewissens auf das Head-to-Head Richtung VfL Wolfsburg zu einer Quote von 1,77. Diesen Tipp haben wir in unserer Premium-Gruppe mit einem Einsatz von 1,5 Einheiten veröffentlicht. Euch viel Erfolg! Das war unsere Prognose zum 24. Spieltag der Bundesliga. Für alle Tipps, für alle Begründungen, für die besten Quoten, check gerne unsere Premium-Gruppe aus. Alle Infos auf unserer Homepage. Und sonst starten wir wie gewohnt ein kleines Gewinnspiel. Und zwar zu der Top-Partie zwischen Bayern München und BVB. Samstag 18.30 Uhr. Da endet das Gewinnspiel. Einfach unten in die Kommentare euer Ergebnis kommentieren. Gerne ein Like hinterlassen und schon macht ihr mit. Unter allen Gewinnern wird ein Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro verlost. Und sonst hoffen wir natürlich, dass euch unsere heutige Prognose gefallen hat. Würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wünschen euch jetzt schon einen guten Start ins Wochenende. Alles Gute und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.